ist Bembel und Gebabbel, erstmals in Hamburg, live hier von der Reeperbahn. Er ist schon hier wirklich eine Ikone in Hamburg. Er nennt sich selbst nicht Travestiestar, sondern Komiker im Fummel. Herzlich willkommen, Elke Winter! Yeah. Ist diese Geschichte eigentlich wahr, dass du hier 2 Jahre schon gearbeitet hast und dann dieser alte Mann da kam und sagte, wer sind Sie eigentlich? Das war sehr lustig. Ja. Und plötzlich steht er in der Pause von der Mitternachtsshow neben mir, ne, und sagt zu mir, wer sind Sie? Ich sage, ich bin Elke Winter. Was machen Sie in meinem Haus? Ich sage, ich moderiere hier seit 2 Jahren die Mitternachtsshow. Warum weiß ich das nicht? Aber Sie sind ja eine Sensation. Du kannst heute mit mir gesprochen. Ich will dir mal was sagen über Elke. Wir haben ein wunderbares Programm, das Theater ist ständig ausverkauft. Und hin und wieder brauchen wir auch mal Schabracken, die das Theater leer spielen. Conny, ich habe ja sogar eine Ausbildung zum Fernsehredakteur gemacht. Dann hast du doch einen anständigen Beruf. Warum hüpfst du da in so Klamotten rum? Hast du was Anständiges gelernt? Weil ich hier wesentlich mehr verdiene. Ah. Und es war immer mein Bestreben, als Frau zu arbeiten und das Gehalt eines Mannes zu kassieren. Hast du schon mal Telefonsex gemacht in deinem Leben? Nein. Ich einmal. Echt? Ja, aber ich mache das nie wieder. 2 Stunden habe ich gebraucht, bis ich den Hörer drin hatte. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nie wieder. Was ist los? Oma oder Opa, der 100 ist irgendwie? Meine Oma ist 100 jetzt. Die kommt auch noch in deine Vorstellung? Nee, also, die kommt nicht mehr. Die ist im betreuten Wohnen in Hannover und ist jetzt 100 Jahre alt. Und dank ihrem Treppenlifter sehen wir sie alle 2 Wochen mal. Und ich habe sie vorhin angerufen und gesagt, Oma, wie geht's dir? Was macht dein offenes Bein? Oh, sagt sie, es läuft so. Ja, jetzt. Elke Winter live im Schmidtchen. Du bist alles. Ganz einfach. Einfach.